Moin Moin Leute, Ahrensburger Alex. Wie immer hier willkommen zu einem weiteren World War 2 Video, denn es ist einiges geschehen in World War 2. Zwar gab es jetzt ein Update namens Attack of the Undead und da kann man sich ja schon so ein bisschen denken, was da abgeht. Und zwar, es handelt sich hierbei um viele Zombie-Sachen. Das ist ja eigentlich perfekt. Und zwar gibt es jetzt ein neues Event jetzt vom 29. Mai, also gestern, bis hin zum 26. Juni geht das. Was sich, wie schon gesagt, Attack of the Undead nennt, also Attacke der Untoten, für die, die in Englisch überhaupt nicht aufgepasst haben. He understand us. He speak our language. Es ist auf jeden Fall ein Event, wo man tatsächlich Zombies im Multiplayer hat. Also es ist nicht wie der klassische Zombie-Modus, es ist eher eine Art, ja, aktuell zumindest ein Remake von dem alten Modus. Denn vom 29. Mai, also wie schon gestern, gab es den Infected-Modus mit Zombies. Also wenn ihr infiziert seid, seid ihr ein Zombie auf der Karte, beziehungsweise die infizierten Leute sind Zombies. Dann am 5. Juni kommt Hardpoint hinzu. Das ist wie Hardpoint, nur halt mit Zombies. Im Endeffekt ist eigentlich alles mit Zombies. Und Relic of the Undead, das sah so aus wie, ja, so eine Mischung aus, wie kann man es am besten beschreiben? Sowas wie der Modus da, wo ihr diesen Ball immer ins Tor bringen müsst, nur scheinbar kriegt man Punkte dafür, wenn man selbst der Zombie ist, irgendwie so einen Punkt macht. Wir haben den Modus noch nicht im richtigen Gameplay gesehen, wir haben es nur im Trailer gesehen. Und da kann ich es auch nicht zu 100%ig sagen. Plus dazu haben wir natürlich mal wieder ein paar Waffen bekommen, die ich auch schon vorher angekündigt habe. Heißt also, Prediction hat gestimmt. Da haben wir jetzt die Nambu Type 2. Ich weiß gar nicht, ob ich die genau gesagt habe, dass so eine kommt. Ich weiß auch nicht, welche das jetzt genau sein soll, welche echte Waffe. Dann gibt es die Stinger. Es ist auch ein LMG. Ich weiß auch nicht genau, welches das in echt ist. Und dann gibt es die Unterhebel-Repetierer. Das ist ein Scharfschützengewehr. Da schießt ihr halt, da macht ihr so Bumm und dann macht ihr so darum Unterhebel. Und dann, wie schon gesagt, die PTRS 41. Ich weiß gar nicht, was es da alles für Varianten gibt. Oh mein Gott, die sieht halt echt geil aus. Auf jeden Fall ein richtig geiles Scharfschützengewehr habe ich leider noch nicht. Ich habe gestern gar nichts gezogen irgendwie. Und dann gibt es noch die Blunderbuss. Prometheus ist auf jeden Fall eine interessante Variante. Und dann haben wir hier noch, ja, Donnerbüchse. Halt, die kennt man, glaube ich, aus AW. War es AW? Schreibt es mir in die Kommentare, ob das AW war. Ich weiß nämlich gar nicht mehr. Das waren auf jeden Fall 4 Waffen auf dem Main-Slot, kann man sagen. Also so Hauptwaffen. Und dann haben wir jetzt noch für den Nahkampf Claymore, das klingt anfangs ein bisschen komisch, ist aber ein Schwert. Was ich auch schon gesagt habe, wir kriegen natürlich ein Schwert jetzt hinzu. Braucht man natürlich auch. Und dann kommt noch die Feueraxt hinzu. Davon gibt es natürlich auch ein paar Varianten. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh mein Gott. Kleinstes Scharfschützengewehr der Welt oder was? Auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar neue Waffen hinzubekommen zu diesem extra Event, was, wie schon gesagt, ungefähr einen Monat geht. Dazu gibt es auch eine neue Karte gratis. Und zwar Größtenhaus oder Bauernhaus heißt das ja eigentlich in der deutschen Version. Das ist die Zombie-Karte, die man ja irgendwie, ich glaube, mit Abschluss der Kampagne oder sowas freischaltet. Ich habe keine Ahnung, wie man die genau freischaltet. Oder ich glaube, im Easter Egg war das. Mit dem Easter Egg auf der ersten Karte war das anfangs so. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile für alle frei ist, aber auf jeden Fall ist Größtenhaus oder Bauernhaus jetzt auch eine Multiplayer-Karte. Ich glaube aber, die gibt es nur in Infected. Und daher werden wir gleich mal schauen. Hier gibt es jetzt so viele Menüpunkte, ey. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja, zum Beispiel diese Größtenhaus, Bauernhaus können wir nicht auswählen im privaten Match. Die ist dann scheinbar echt nur für Infected. Das war es auch schon mit dem Update. Ich würde jetzt mal sagen, wir springen auch direkt in ein Infected-Game rein auf Dunkirk. Das kann auf jeden Fall sehr interessant werden. Als Infizierter kannst du halt nur auf Nahkampf gehen. Und bei Dunkirk hast du halt riesige Lanes. Du hast schon ganz viel Platz, weißt du? Hier kannst du auch V2-Raketen aus Kisten bekommen. Wer labert hier halt die Fresse? Hey! Aber auf jeden Fall kannst du weitere Streaks aus Kisten bekommen. Unter anderem auch eine V2-Rakete. Anfangs hast du so einen 15-Sekunden-Timer. Ich zeige euch gleich, sobald hier der Timer abgelaufen ist, was wir als Waffen noch dabei haben. Beziehungsweise, ich kann euch jetzt schon mal zeigen, wir haben die Typ 100 sowie eine Shotgun als Zweitwaffe. Sehr interessant. Jetzt zeige ich mal kurz, was wir noch an weiteren Sachen dabei haben. So, ich muss versuchen, jetzt gleich auf große Distanz zu gehen. Wir haben auf jeden Fall noch eine Gasgranate, wie ihr unten rechts sehen könnt. Und 2 S-Minen. Die S-Mine werde ich mal, ich platziere die einfach mal hier. Das ist ein taktisch guter Punkt. Alle gehen da oben rein. Ich denke mal nicht, dass es so eine mega gute Idee ist. Ich finde halt echt, einfach auf lange Distanzen zu gehen, ist, glaube ich, eine schlauere Idee. Ich mache mal hier nochmal eine zweite S-Mine rein. Einfach so mitten aufs Feld. Irgendwo ist gerade was gedroppt. Da ist zum Beispiel noch ein Flammenwerfer. Den hole ich mir aber, glaube ich, nicht. Hole ich mir den? Hole ich mir den jetzt? Alle sind in Häusern drin. Na komm. So, Flammenwerfer ist jetzt unserer.
Oh, jetzt ist ein zweiter infiziert. Jetzt geht's also los. Oh, das ist eine V2. Oh mein Gott, eine V2. Jawohl, V2 erreicht. Und jetzt zünden wir die auch direkt. Und boom. Easy V2 im Video gedroppt. Extra für euch. 1 Million Likes dafür da lassen, bitte. Wäre fresh. Wäre sehr fresh. Ich habe so hart dafür trainiert. So, Stolperdraht haben wir auch noch am Start. Sehr gut. Hohohoho, nicht mit mir, Junge. Ich habe den auch nur gehört, weil anfangs ein Kollege quasi darauf geschossen hat. Verlängerung. 20 Sekunden müssen noch überleben. Und die dürfen währenddessen kein infizieren. Ansonsten erhöht sich die Zeit gleich wieder. 7 zu 5. 7 überleben. 5 sind infiziert. Das Gute ist, die meiste Action ist da hinten. Alle denken also, da hinten sind die einzigen Menschen. Dabei sind wir hier. Oh, oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Jawohl, wir haben es gewonnen. V2 gedroppt. Sieg geholt. Easy. Ja, so einfach war das erste Game dann. Ich habe gerade mal 2 Kills gemacht. Wow. Jetzt sehen wir zum Beispiel bei unten. Bei Kartenabstimmung haben wir hier größten aus, was ich euch eben gesagt habe. Es ist ja die Zombie-Karte. Die gibt es jetzt auf jeden Fall hier bei Infected. Und scheinbar halt echt bei nichts anderem. Siege werden scheinbar nicht hinzugerechnet. Ich habe immer noch 420 Siege. Zufall? Ich glaube nicht. So, größten aus ist angesagt. Shotgun kommt wahrscheinlich jetzt mal zum Einsatz, weil hier ist... Er ist ein bisschen Close Quarter, so wie es aussieht. Er macht ja auch irgendwie Sinn bei so einer Karte. Wuhu, das war knapp. So, ein zweiter ist schon infiziert, also sehr schnell. Was ist, wenn ich mich jetzt hier hinten hinlegen würde? Na, das ist auch eine doofe Taktik. Da renne ich lieber ein bisschen rum. Hä? Wo kam der denn auf einmal her? Er ist hinter mir gespawnt? Na klar. Ja, moin. Hey, aber jetzt sind wir auch mal ein Zombie. Wir haben hier eine Axt am Start. Das kann ich euch mal zeigen. Als Zombie haben wir zum Beispiel auch so einen Schädel, den wir legen können. Das ist wie dieser, Neueinstieg. Wie heißt das Ding nochmal? Auf jeden Fall das Ding, womit man halt wieder spawnt. An der Stelle, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir hier zum Beispiel im Haus noch welche drin. Die wollen wir uns jetzt natürlich easy gönnen. Ich renne hier mit ihnen mal hoch. Da haben wir einen. Ah, wo ist der hin? Ja, da haben wir noch einen. Ah. Nein, Mann. Warum rennt denn er die Treppe da runter? Da müssen wir hier unsere Einstiege erstmal legen. Jetzt einfach pushen. Jawohl, da haben wir noch einen. 3 Leute leben noch. Komm, die müssen wir jetzt holen, Leute. Die müssen wir holen. Wir müssen jetzt zusammen nach oben. Was checken die hier alle nicht? Jawohl, und da holen wir auch den letzten. Also die Runden gehen wirklich sehr schnell. Erst recht auf der Karte hier. Aber da hat der Typ richtig Panik gehabt, oder? Da hat er Panik gehabt. Im letzten Moment hat er uns noch geholt. Ich weiß gar nicht, wie lange gehen hier die Runden? 3 Minuten, 2 Minuten? Wirklich sehr schnelle Games. Du kriegst halt echt scheinbar keinen Sieg angerechnet, was ein bisschen doof ist. Also macht es jetzt nicht so viel Sinn. Aber du kriegst für die Zeit, die du spielst, glaube ich, relativ viele Punkte. Jetzt haben wir 4300 Punkte bekommen und das Spiel hat wie lange gedauert? In 2 Minuten 4300 Punkte zu machen. Das ist halt einfach krass durch reine Spiel-EP und Spielbonus. Und daher, wenn ihr hier euch aufleveln möchtet, dann macht das hier am besten. So, weitere Runde Infected. Winter Carentan. Eine Ewigkeit später. Also, ist Spannung pur gerade in der Runde. Ich bewege mich auch schon sehr viel. Hey, endlich wurde einer infiziert nach, weiß nicht, 2 Minuten fast. Krass. Das meine ich halt. Der erste Infizierte zu sein ist halt mega bitter. Erst recht auf so einer Karte. Du hast halt überall Häuser. Die Karte ist halt schon im normalen Modus, muss ich sagen. Jetzt alles andere als geil. Jetzt infiziert, da musst du halt immer dann noch nah an die Gegner rankommen. Viele verschanzen sich wahrscheinlich in Häusern. Oh, jetzt wird es aber spannend, du. Jetzt werden einige infiziert. Aber Zeit ist knapp. Aber es sind 4 Leute, die versuchen, jetzt zu infizieren. So einfach gewinnt man ein Game. Ich habe nicht mal einen Gegner gesehen. Okay, eine Runde mache ich auf jeden Fall nochmal. Infected auf Point to Hock. Ich platziere schon mal eine Esmin. Ich will auch nicht infiziert sein. Bitte nicht. Ich will lieber Zombies töten, Mann. Da drin bin ich viel, viel besser, als Zombie zu sein. Oh, und der erste ist schon direkt infiziert. Oh mein Gott, es startet direkt richtig krass. 2 Leute direkt hintereinander. 3. Was? 5? Oh mein Gott, ey. Das ist ja unfassbar, wie schnell das gerade ging. Oh. Ja, die Runde werden wir sowas von verlieren. 4 Leute leben nur noch von mir. 3. Wie soll ich denn jetzt 2 Minuten überleben? Oh, ich habe Doppelkill gemacht mit der S-Mine. Nice.
Oho. Oh mein Gott, er hat mich nicht gesehen. Ich häng fest. Nein! Okay, die Runde ging wirklich extrem schnell. So, wie lange ging die Runde jetzt? Gefühlt 10 Sekunden. Ich habe 5 Kills gemacht. Ja, eine Minute ging die Runde gerade mal. Eine einzige Minute. Da in einer Minute habe ich 4300 Punkte schon wieder gemacht. Der ist krank. Jetzt wirklich letzte Runde Gibraltar. Ich will mal schauen, ob das jetzt tatsächlich doch zu den Siegen hinzugezählt wird. Denn für die Aufgaben, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Dafür kann es vielleicht hinzugezählt werden. Schauen wir doch mal. Wir waren eben bei, ich weiß nicht genau wie vielen. Ich blende es euch jetzt aber mal ein. Jetzt wirklich die letzte Runde. Ich will es mal testen, ob das vielleicht für die Aufgaben hinzuzählt. Dann wisst ihr nämlich auch Bescheid, falls ihr diese Siege holen müsst für irgendwelche Aufgaben. Wie zum Beispiel für diese Waffenbestechung, die ich hier gerade momentan noch am Start habe. Ob das vielleicht dafür hinzuzählt. Weil wenn ja, kann man halt so easy die Siege farmen. Weil hier geht es halt echt verdammt schnell. Also solange nur einer lebt, werde ich mich hier hinbegeben, weil hier haben wir verdammt viel Platz. Aber es kommt halt immer sehr auf die Karte drauf an. Zum Beispiel jetzt siehst du es hier wieder, der kriegt es halt einfach nicht hin, einen anderen zu infizieren. Und auf anderen Karten wie Point to Hawk war die Runde innerhalb einer Minute komplett durch. Also mal so leider. Ah, okay, jetzt wurde einer infiziert. Okay, da gehen schon alle hin. Ich habe gerade einen Hitmarker gemacht mit meiner S-Mine. Oh, noch einer wird infiziert, komm. Nein. Zwei weitere. Vorräte unterwegs. Schützt die Komm, das kriegen wir hin. 8 gegen 4. Was liegt da, die wenn es V2 ist, hole ich mir die. Das ist keine V2, okay. Dann kann es uns egal sein. Bei V2 gehe ich hin. Oh, noch einer ist infiziert. Komm, guck, das sah gerade so heftig nach einem Sieg aus. Oh Gott. Oh Gott. Wir nachladen. So, ich werfe mal hier meine Gasgranate hin. Die mir aber so ein bisschen die Sicht versperrt. Okay, das ist ein eigener. Sehr gut. Jawohl, er holt mit dem Flammenwerfer alle. 40 Sekunden müssen wir noch überleben. Kommt, Jungs. Oh mein Gott. Hilfe! Aber so ist halt echt geil. Wenn so alle auf einen Haufen sind. Oh, nochmal 40 Sekunden, dein Ernst? Wir sind noch zu zweit hier. Wir zu zweit gegen den Rest der Welt. Ich habe keine Muni mehr. Oh, oh. Nein. Oh mein Gott, sind da gerade viele gekommen. Ah, ich bin sogar hier Man of the Match, kann man sagen. Aber am Ende hat es gerade richtig Laune gemacht. Also der Spielmodus kann schon Spaß machen. Du hast aber manchmal so Runden, wo halt einfach gar nichts geht. Was natürlich ein bisschen doof ist. Aber die Runde hat jetzt zum Beispiel mega Laune gemacht. Du hast halt anfangs echt gedacht, hier geht die Runde einfach gleich aus, ohne dass irgendjemand infiziert wurde. Ich habe 12 Kills gemacht. Aber dann wurde es noch richtig spannend und am Ende standen wir zu zweit einfach da gegen die ganzen Zombies. Und da, ja, war schon irgendwie klar, dass wir verrecken. Aber Leute, ich würde mal sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, zockt den Spielmodus mal, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den ganzen hier findet. Ist ja schon ein alter Spielmodus. Jetzt auch wieder innerhalb 3 Minuten 6000 Punkte gemacht, also easy. XP ist auf jeden Fall am Start. In der Hetze habe ich vollkommen vergessen zu gucken, ob das Ganze für die Aufgaben hinzugezählt wird. Und tatsächlich, es wird sogar für die Aufgaben hinzugezählt, heißt also hier die 65 Siege sollten in dem Modus zum Beispiel sehr einfach hinzubekommen sein oder sehr schnell vor allen Dingen. Heißt also, wenn ihr euch auch in die Aufgaben setzen möchtet, dann macht es am besten in Infekt. So Leute, das war's jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis demnächst. Und ja, folgt mir auf Instagram. Da ist die Arzmogalex. Da seht ihr sehr viel von mir. Aber keine Nacktfotos. Oder vielleicht doch.